Ja, Freunde, ich bin hier abends gerade am Grillen. Auf einmal werden die Hunde ganz aufgeregt hier. Und wir haben hier einen Besucher. Ja, Schildkröte. Da siehst du auch den Kopf ins Auge. Und die ist gar nicht mal so klein. Das ist jetzt meine Hand hier. Ja, die ist so eine Hand groß. Sind natürlich alle ganz aufgeregt. Hat noch keiner von euch eine Schildkröte gesehen, hm? Wette, dass es die schon mal ausgesetzt hat vor 4 Jahren. Cledolina rugosa. Hab ich gleich gesagt. Wie heißen die Kle? Eine Snake Neck Turtle. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Schlange. So, jetzt wollen wir die Schildkröte gerade mal ein bisschen retten. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal Regen seit mehreren Monaten hier und die Schildkröten leben eigentlich im Wasser. Wahrscheinlich hat die durch den Regen jetzt ein bisschen verwirrt oder so, keine Ahnung. Wir suchen jetzt irgendwas, wo wir sie reinmachen können. Und da habe ich hier eine schöne Box von der Australia Post gefunden, natürlich. Ja, ich bin wieder, es ist warm immer noch. So, hier machen wir die Schildkröte jetzt rein. Und dann tragen wir sie zurück zum Teich hier, zum Dam. Da ist ja ungefähr, na, der ist knappe, ich mal sagen, 60, 70 Meter weg vom Haus. Da machen wir sie dann rein und dann tragen wir sie zurück und retten die Schildkröte. Auf geht's. Du fährst jetzt einfach an ein wildes Tier hier. Da geht. Ist hier schwer? Nee. Noch nass. Ihm lass die Haare. Ja, das muss ja einer filmen auch noch. Dann tragen wir die so zusammen. Ja. Genau, weil die so. Deswegen habe ich mich extra ganz ausgezogen. Damit ich jetzt im dunklen Nassen hier. Schlappen. Ich zieh nie Schlappen über so ein Wetter. Ich halte den Schirm. Ja. Die Taschenlampe kann ich hier um das Kinn klemmen hier. Ja, das geht. Gut. Okay. Ja. So, hast du es dann? Ja. Ja. Eine Lampe. Jetzt hier leuchten. Weil da ist nämlich schon. Da geht's los. Ja dann, ich bleib nicht hier stehen und warte, bis die da angekommen ist. Das muss ich mal leuchten. Hier, oben wieder. Oh, das ist auch matschig hier. So, wir hoffen, da sitzt sie noch. So, guck hier, ey. So viel hat es da reingeregnet. Nur von dem Weg vom Dam zurück zum Haus hier. Was ein Sauwetter, du. Mann, jetzt ist es aber auch am Regnen hier. Also wir wollen uns auch nicht beschweren jetzt. Es ist auch gut, dass es regnet. Wir haben ja seit Monaten keinen Regen mehr gehabt und das ist jetzt schöner Regen. Der ist schön langsam. Das ist gut. Also das war jetzt mal so ein ganz spontanes Video, mal, was wir so gemacht haben. Einfach mal abends die Schildkröte kommt zum Haus, Kamera geholt, Schildkröte gerettet. Ach, jetzt ist natürlich hier die ganze Kamera nass geworden. Das ist aber auch alles, das hat Jahresanfang schon angefangen. Das ist auch alles Mist. Guck dir den Scheiß an. Das ist alles nass geworden jetzt hier. Das ist besser. Hier, Brille, alles nass. Hör auf, ey. Brille nass hier. Haare, alles. Ne, hab ich ja nicht mehr. Jetzt meinte Silke gerade so, hoffentlich wollte sich die Schildkröte nicht unterstellen, weil es ja draußen regnet. Und wir haben sie jetzt wieder 100 Meter vom Haus weggetragen und in den Regen gesetzt. So, Silke hat gerade noch ein bisschen gegoogelt über diese Schildkröte und hat Folgendes rausgefunden. Jetzt müssen wir hier erstmal so richtig Licht an. Ja komm, ich ziehe mir jetzt auch. So, machen wir hier ein bisschen Musik unten drunter hier. Wir könnten hier so ein. Wie hieß er denn? Heinz Sielmann. Kennt ihr den noch? Heinz Sielmann früher. Der hat doch mal hier Heinz große Tierwelt. Ne, wie hieß denn das? Was hat er denn gemacht immer? Wie hieß denn das noch? Weiß doch im Moment nicht.
komm da nicht drauf. Der hat doch mal so diese Sendung gemacht im Fernsehen, eine halbe Stunde. Heinz Sielmann, große Tierwelt. Nee, irgendwie, weiß ich auch nicht mehr. Mach ich dann Andis große Tierwelt oder sowas. Oder Andis australische Tierwelt. Das gibt ein... Hier, das kann ich machen. Hier, Andis Wild Earth. Oder ich nenne es einfach nur Wild Earth. Hm? Blockbuster. Watch this space. Jetzt hat sie gegoogelt über diese langen Long-Neck-Turtle, diese langen Halsschildkröte, und hat Folgendes rausgefunden. Die hätten wir gar nicht transportieren sollen vielleicht. Die ist nämlich gefährlich. Wie alles hier in Australien ja gefährlich ist, auch diese Schildkröte. Die kann nämlich, wenn sie sich bedroht fühlt, kann die was absondern. So ein Duft, so ein Sekret irgendwie Kram. So ein Stinkezeug eben dann. Also der ist ja eigentlich, der hat die Natur oder der liebe Gott eben gesagt, hier habe ich ein Stinktier in den USA ja schon gebaut. Jetzt mache ich das gleiche in Australien auch. Aber weil natürlich alle Tiere in Australien irgendwie gefährlich sein müssen, machen wir das anders. Wir machen da nicht irgendein Tier mit Fell hin, da ist es ja eh viel zu warm für sowas. Schildkröte nehmen wir. Eine Schildkröte, die stinkt. Das ist also eine Stinktier-Schildkröte sozusagen. Die kann also, wenn sie unter Gefahr, wenn sie sich bedroht fühlt, so stinken. Wie so ein Stinktier eben dann. Wie so ein Skunk. So, hat sie aber nicht gemacht. Wo wir sie eben weggetragen haben, hat sie nicht gemacht. Die war ganz in Ordnung. Jetzt wissen wir auch nicht, ob wir das richtig gemacht haben, dass wir die wieder zum Teich gebracht haben, zum Dam. Weil die gehen nämlich auf Wanderschaft, wenn sie ein neues Nest bauen. Vielleicht wollte die gar nicht wieder zum Wasser und hat sich gar nicht verlaufen. Vielleicht wollte die genau in die andere Richtung, wo wir sie gefunden haben. Und haben gesagt, oh, die arme Schildkröte muss man wieder zum Wasser tragen. Und jetzt, weil die ja ganz langsam laufen, hat die natürlich gedacht, was ein Scheiß, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal latschen. Und die brauchen ja 37 Stunden für diese 100 Meter da zu laufen dann irgendwie. Naja, nun ist sie wieder im Dam, also Reset und alles nochmal. Und dann auch, da hat natürlich der liebe Gott auch gesagt, alles in Australien ist gefährlich. Die haben ja Haifische und so Schlangen und Spinnen, das ist ja alles hochtödlich, und Krokodile haben die auch. Und dann nehme ich jetzt diese Stinktier und nehme eine Schildkröte und baue die zusammen jetzt. Dann mache ich jetzt eine Stinkschildkröte draus. Aber Schildkröten eigentlich fressen ja Salat und Früchte. Da sind ja Vegetarier eigentlich. Aber Australien, gefährliche Tierwelt, Mörder, hier ist ja alles super, ne? Schildkröte, nee, die frisst Fleisch. Diese Schildkröte hier frisst Fleisch. Wussten wir auch nicht, wir haben hier Salat hingelegt, hat sie natürlich liegen gelassen, so ein Scheiß frisst die nicht. Die fressen Würmer und Insekten und kleine Fische und sowas alles, also die leben im Wasser richtig so dann, ne? Also, dann haben wir jetzt auch wieder was gelernt. Die haben wir auch noch nie gesehen. Silke hatte sie ja ausgesetzt, so eine kleine im Dam vor 13 Jahren. So lange sind wir noch gar nicht hier. Dann hat sie gesagt, das ist die. Dann habe ich gesagt, ja klar. Hättest du mal schön ein Kreuz drauf gemacht mit weißer Farbe, dann hätte man die wiedererkannt jetzt. Die hat aber kein Kreuz gehabt. Und weil die ja so einen langen Hals hat, also normalerweise Schildkröten haben ja so einen kurzen Hals nur, und wenn dann Gefahr droht, dann können die ihn einfach so einfahren, ne? So. Das wissen ja die Männer, kaltes Wasser und so, da ist ja dann auch. Jetzt haben ja manche, also die Schildkröte hier, die hat natürlich jetzt einen ganz langen Hals gehabt. Und da ist natürlich mit Einfahren nichts mehr dann. Das passt ja, das geht ja nicht. Die kann ja nicht den... Ist ja wie bei Menschen dann. Wenn es dann zu lang ist, dann fährt sich da nichts mehr ein. Dann muss man es zur Seite klappen eben dann. Ja, da... Zu der Gruppe gehöre ich ja auch. Und das macht ja die Schildkröte auch. Die klappt ja ihren Hals zur Seite irgendwie und dann legt sie ihn so unter dem Panzer drunter, weil der schiebt sich nicht mehr zusammen irgendwie, das geht nicht. Ja, das ist alles ein bisschen anders bei der, aber total cool. Und jetzt ist die halt im Dam da so, ne? Also vielleicht sehen wir sie mal wieder irgendwann. Also die war schon ausgewachsen, jetzt haben wir auch geguckt, Größe passt ungefähr, das ist ein ausgewachsenes Tier gewesen. Wissen aber nicht, ob es was für ein Geschlecht ist, hat einmal nicht geguckt jetzt, war ja dunkel und so, war ja auch gut. Ja, wollte ich euch nur kurz erzählen noch, damit ihr Bescheid wisst, dass hier ganz gefährliche Tiere und so, also, ne? So, Freunde, dann haben wir doch alle was gelernt über die Langhalsschildkröten jetzt. Habt ihr nicht gewusst vorher, ne? Ich nämlich auch nicht. Ich habe zwar schon ein paar gesehen hier, aber ich habe immer gedacht, die sind... Guckt, das geht doch schon hier, Wild Earth, und schon was gelernt. Funktioniert! Also, da gibt's einen Blockbuster demnächst, da mache ich noch ein extra Video dann über diese ganzen gefährlichen
Tiere hier auf dem Grundstück und in Australien. Das ist ja alles super. Also, mache ich dann später, ne? Also. Und nicht vergessen, bleibt sauber. Jetzt habe ich gerade die Garage zugemacht, jetzt fällt es mir ein. Expedition ins Tierreich. Das hat er gemacht, der Heinz.